Und herzlich willkommen, hier ist eure Nervensäge Ragnar zu einer weiteren Folge Jurassic World Alive. Diesmal geht es gegen die Drachen, also gegen die Delora, Shirus, bla, ich bin zu müde dafür. Auf jeden Fall gegen die beiden Viecher da. Ah, sorry Leute, ich bin heute neben der Spur. Ja, wir haben es gegen zwei Gegner zu tun, die sehr schnell sind, die beide Level 30 sind. Und ja, man sieht mein Team. Ist ein bisschen durchgewürfelt. Tatsächlich habe ich mir überlegt, ich gehe mit zwei Starken rein und zwei Verteidiger. Die zwei Verteidiger als Schluss, die Starken am Anfang. Falls ich halt am Ende wirklich wechseln muss, um irgendwie zu überleben. Also wir fangen mit den Indoraptoren. Und hoffen mal, dass wir den ersten schön damit reinschlagen können, bevor der uns wegmacht. Weil der Süße hat ja nicht gerade wenig Angriff. Und ich hatte schon gehört, das soll ein sehr, sehr schweres Strike-Event dieses Mal sein. Und ja, mach du Ablenkungsangriff. Deswegen habe ich mir so gedacht, naja, dann kann es knifflig werden. Aber wir gucken mal, wie es läuft. Oder wie es gelaufen ist. Je nachdem. Ja, wir gehen erstmal pennen. Das würde ich jetzt auch gerade gerne erstmal reinigen. Ja, na, der macht jetzt erstmal einen Sturm und Flucht. Man muss dazu sagen, ich war nicht hundertprozentig bei der Sache. Ich war nebenbei Beifahrer und habe nebenbei gequatscht. Und hatte erst auch gar nicht mitgekriegt, dass der einfach mal gewechselt hat. Und dachte mir dann jetzt in diesem Augenblick so, was? Aber gut. Hauen wir den noch schön verteidigungsbrechenden Angriff rein. Und dann wird er uns wegkritten, denke ich mal. Naja, kritten tut er nicht, aber er killt uns trotzdem. Da gehen wir sterben. Da gehen wir jetzt mal, ja, einfach mal da rein und hauen den weg. Dann haben wir ja nur noch einen Gegner. Also bisher sieht es ja ganz gut aus. Wir kritten natürlich, auch wenn das gerade völlig übertrieben ist. Aber naja, erstmal kritten, warum nicht? Gut. Der ist schneller als wir. Solange wir die erste Attacke überleben, ist gut. Dann können wir nämlich noch einen Bluter reinhauen. Ja, ja, kommt wieder mit Ablenken ran. Ich muss sagen, die Attacken von denen sehen so geil aus. So elegant. Gut, das hat jetzt nicht viel Schaden gebracht, aber Schaden über Zeit kann uns weiterhelfen. Ja. Falls wir drankommen, was ich bezweifle, zu Recht. Aber der hat auch ordentlich Schaden. So, und jetzt kommt es dahin, was ich ja am Anfang schon sagte. Er hat jetzt einen Bluter drin, jetzt versuchen wir einfach nur zu überleben, also ihn wegzutanken praktisch, während das Bluter den Rest erledigt. Wir hauen ihn trotzdem verlangsamen rein. Ja, Stoße, Flucht, wohin willst du fliehen? Du hast gar keinen anderen mehr, mit dem du dich abklatschen kannst. Geh pennen. Ja, und in dem Moment dachte ich mir so, Moment, warte mal, das soll eines der schwersten gewesen sein. Ja, okay, aber es lief super, würde ich behaupten. Guti, dann haben wir das geschafft. Schauen wir mal, was es uns bringt. Also, was der tolle Brutkasten denn Schönes für uns bereithält. Ob es nun Misty Mist ist oder ob es was Ordentliches ist. Aber bei meinem Glück in letzter Zeit wird es Misty Mist sein. Also schauen wir mal. Du bist zu schnell. Bitte spiele zu Jurassic World Alive. Nicht während deinem Autofahren. Tue ich nicht. Ich bin Beifahrer. Ja. Mist, Mist. Delta freut mich tatsächlich. Ihr seht schon, ich habe die kleine Delta schon auf 22 gelevelt. Ja, die Nacktschnecke in Dinoform. Ja, der Kento ist ganz nett. Mir fehlt der Gegenpart. Mal gucken, was wir jetzt noch haben als letztes. Und Mist. Ja, bis auf Kento eigentlich nur Mist gehabt. Jo, das war's auch mit diesem Strike-Event. Und ich lasse doch mal einen Kommentar da. Wie habt ihr denn das so gemeistert? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye.